Jubel zeigt. Wir können uns heute alle freuen. Das ist ein super Ergebnis. Ich möchte als erstes den Wählerinnen und Wählern danken, die der Union ein so überragendes Vertrauen gegeben haben. Und ich darf den Wählerinnen und Wählern versprechen, wir werden damit verantwortungsvoll und sorgsam umgehen. Herzlichen Dank. Das war der 22.09.2013, der Tag der Bundestagswahl. Angela Merkel lässt sich feiern für das beste Ergebnis der Union seit 1990. 4 Jahre später hörte sich das dann aber schon ganz anders an. Meine Damen und Herren, man braucht nicht drum herum zu reden. Natürlich hatten wir uns ein wenig ein besseres Ergebnis erhofft. Das ist vollkommen klar. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, hinter uns liegt eine außerordentlich herausfordernde Legislaturperiode. Und deshalb freue ich mich mit Ihnen, dass wir die strategischen Ziele unseres Wahlkampfes erreicht haben. Wir sind stärkste Kraft als CDU und CSU. Wir haben einen Auftrag, eine Regierung zu bilden, und gegen uns kann keine Regierung gebildet werden. Tja, dass es am Ende aber so schwer werden würde mit einer neuen Regierung, damit hätte Angela Merkel vermutlich nicht gerechnet. Und damit herzlich willkommen zum Phoenix-Thema. Merkel-Dämmerung, Aufstand in der CDU. Tja, gibt es denn wirklich einen echten Aufstand oder ist das nur ein vorübergehendes Brodeln, das so lange dauert, bis eine große Koalition dann möglicherweise steht? Wie angeschlagen ist Angela Merkel als Kanzlerin und als Parteivorsitzende? Und was hat das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen damit zu tun, bei denen die CDU Außen- und Finanzministerium an die SPD gegeben hat? Darüber wollen wir gleich sprechen mit 2 CDU-Politikern, die dazu durchaus unterschiedliche Meinungen haben, Ruprecht Polenz und Wolfgang Bosbach, und mit einer Politikwissenschaftlerin, die für uns den Kurs von Angela Merkel und ihrer Partei analysiert. Erstmal schauen wir uns aber an, warum die Macht der Kanzlerin bröckeln könnte. Es war ein kurzer Satz am Morgen der Entscheidungsnacht. Ein Satz, den viele erst 24 Stunden später verstanden haben. Jeder von uns wird schmerzhafte Kompromisse noch machen müssen. Dazu bin ich auch bereit. Schmerzhaft ist das Wort, das seitdem die CDU umtreibt. Der Verlust von Innen- und Finanzministerium, der Zugriff der SPD auf Arbeits- und Außenministerium. Die CDU steht als Verlierer da. Und Angela Merkel als diejenige, die schlecht verhandelt hat. CDU-Politiker wie Carsten Linnemann beklagen offen, das könne sich erweisen als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU. Angela Merkel hat verzichtet, um die Koalition zu retten, hat sich für ihre Macht entschieden. Auf Kosten der eigenen Partei zahlt sie einen hohen Preis. Kritik daran wird in Zynismus gekleidet. Puh, wir haben wenigstens noch das Kanzleramt, twittert der CDU-Abgeordnete Olaf Gutting. Ja, wir sind da in gewisser Weise bei der Personal- und bei der Ressortverteilung unter die Räder gekommen. Lange hat Angela Merkel für gute Wahlergebnisse gesorgt, war der Garant für den Machterhalt der CDU. Doch mit der Flüchtlingskrise, mit Selfies und Grenzöffnungen geht Merkel einen Weg, der vielen schwerfällt in der Union. Streit mit der CSU, umstrittene Weichenstellungen bei Wehrpflicht und gleichgeschlechtlicher Ehe haben die CDU und ihre Vorsitzende entfremdet. Diese Kritik, die sich jetzt äußert, kommt aus meiner Sicht nicht aus der Nacht vom 7. Februar. Das ist vielleicht etwas, was sich in der Vergangenheit schon lange angestaut hat und jetzt einen Punkt gefunden hat, wo, das muss ich zugeben, die Parteiseele kocht. Von Austritten bundesweit wird berichtet, an der Basis brodelt es. Die offene Debatte über die Zeit nach Angela Merkel scheint gekommen. Wir brauchen ein starkes Team aus erfahrenen Politikerinnen und Politikern, wie beispielsweise der Bundeskanzlerin, aber auch mit neuen Gesichtern. Beides brauchen wir. Und wenn man sagt, nein, wir brauchen keine neuen Gesichter, dann wird es schwierig, die Debatte auszuhalten in der Union. Jens Spahn ist das Gesicht all derjenigen, die jetzt die Erneuerung wollen. Immer wieder hat er gegen Merkel gestichelt, sie provoziert, ihr widersprochen. Auch jetzt, wenn er Angela Merkel abspricht, die personelle Zukunft der CDU mitzugestalten. Wir sind doch nicht in einer Monarchie, in der man seine eigene Nachfolge selbst regelt, gibt er zu Protokoll. Die Macht von Angela Merkel erodiert, mit jedem Tag etwas mehr.
Die Ressortverteilung in der Großen Koalition ist dafür nur ein Symbol. Und in meiner Sendung begrüße ich die beiden CDU-Politiker Ruprecht Polenz und Wolfgang Bosbach hier bei uns im Studio in Bonn. Guten Tag. Danke, dass Sie beiden da sind. War der Verlust, Herr Bosbach, des Finanzministeriums an die SPD der Tropfen auf den heißen Stein? Ja, das war meiner Überzeugung nach. Und wenn ich mir die Zuschriften genau durchlese von der Parteibasis, bin ich damit nicht alleine. Genau ein Zugeständnis zu viel. Ja. Nicht wegen des Satzes, die Sozis können nicht mit Geld umgehen, sondern in der Kombination der Aussagen von Herrn Schulz, mehr europäische Solidarität, Ende des Spardiktats. Und die Sozialdemokraten wollten gerade das Finanzministerium ganz bestimmt nicht deshalb haben, um die kluge Politik von Wolfgang Schäuble nahtlos fortzusetzen, sondern um eine andere Politik zu machen. Wobei es ja jetzt von Olaf Scholz hieß, er könne sich eine schwarze Null durchaus weiterhin vorstellen als Ziel. Die schwarze Null ist ja nicht das einzige Thema. Da geht es auch um Steuerpolitik. Da geht es darum, wie konkretisieren wir das, was im Koalitionsvertrag zum Thema Europa steht. Und aber da warten wir mal ab, ob er die Politik nahtlos fortsetzt. War es nicht vielleicht auch die einzige Möglichkeit, überhaupt eine Koalition mit der SPD auf die Reihe zu bringen? Das wird jetzt immer behauptet. Ja, das ist so. Ob es so gewesen wäre, weiß kein Mensch. Aber man muss sich schon fragen, warum haben wir, obwohl wir über 50% Stimmen mehr bekommen haben als die SPD, das prestigeträchtige Außenministerium abgegeben. Im Ministerium für Arbeit und Sozialordnung werden über 40% des Bundesetats verwaltet. Und wirklich das einzige Ministerium, was auf Augenhöhe verhandeln kann mit dem Kanzleramt, ist das Finanzministerium. Also wenn es Parteifreunde gibt, die damit zufrieden sind, die damit glücklich sind, na gut, ich sehe es etwas anders. Fragen wir mal nach bei Herrn Polenz. Sind Sie damit zufrieden? Ist das okay so, wie Frau Merkel verhandelt hat? Oder hat sie zu viele Zugeständnisse gemacht? Also es ist sicherlich auch für mich ein bedauerliches Ergebnis, dass Herr Schäuble nicht mehr Finanzminister ist. Das wäre er allerdings sowieso nicht mehr geblieben, weil er jetzt Bundestagspräsident geworden ist. Und die Union hätte natürlich gerne das Finanzministerium behalten. Aber ich finde so eine Formulierung wie ein Zugeständnis zu viel, Wolfgang, wie du das gerade gesagt hast, sehr problematisch. Weil was soll das heißen, ein Zugeständnis zu viel? Das heißt doch dann, ich habe zu viel zugestanden, ich kann den ganzen Vertrag nicht mehr akzeptieren, ich muss ihn platzen lassen. Das ist aber nicht deine Position, wie ich von dir weiß. Und deshalb meine ich, ja, schmerzhaft wohl, aber eben hinzunehmen, vor allen Dingen, weil wir ja auch im Tausch das Wirtschafts- und Energieministerium bekommen haben, also im Schachterminus gesagt, wir haben einen Turm nicht mehr und dafür einen Läufer bekommen. Herr Bosbach, ist das jetzt ein echtes Aufbegehren, was es gegenüber der Kanzlerin gibt? Oder ist das so ein Verhalten? Es gibt überhaupt kein Aufbegehren. Es gibt Kritik, die meiner Überzeugung nach auch sachlich begründet ist. Der Koalitionsvertrag spiegelt nicht das politische Kräfteverhältnis wider, was bei der Bundestagswahl erzielt worden ist. Ist es richtig, auch die Union hat verloren, etwa 20% der Wählerinnen und Wähler von der letzten Bundestagswahl. Aber der Abstand zu den Sozialdemokraten ist nach wie vor gewaltig. Und wir müssen schon überlegen, das ist ja auch nicht beantwortet worden, warum kam es den Sozialdemokraten gerade auf dieses Ministerium in besonderer Weise an? Es gibt mittlerweile eine wissenschaftliche Untersuchung, nach der etwa 70% des politischen Inhaltes des Koalitionsvertrages den Sozialdemokraten zuzuschreiben ist. Ganze Wortkaskaden aus dem SPD-Wahlprogramm finden sich dort wörtlich wieder. Und deswegen fand ich es bedauerlich, dass wir zum Schluss auch noch das Finanzministerium abgeben mussten. Ihr CDU-Kollege Carsten Linnemann, Chef des Mittelstands der CDU, hat gesagt, das sei der Anfang des Endes der Volkspartei. Das hat er zwar so CDU, nicht gesagt, aber sinngemäß. Ja. Sinngemäß so, es sei eine Zäsur, der 7. Februar sei eine Zäsur und es sei doch, vom Anfang des Endes hat er gesprochen. Könnte sein. Ja. Das hat er tatsächlich getan. Herr Polenz, ist das so zu hart formuliert? Ja, natürlich. Es ist auch albern. Denn wir haben eine schwierige Situation. Man hat lange versucht, die auch aus meiner Sicht bessere Koalition mit FDP und Grünen hinzubekommen. Das ist dann am Auszug der FDP und an der Weigerung der FDP, Verantwortung zu übernehmen, gescheitert.
damit gab es nur die Möglichkeit, sich jetzt entweder wieder mit den Sozialdemokraten zu einigen oder den Wählern zu sagen, nach einem halben Jahr, nach einem Dreivierteljahr, tut uns leid, ihr müsst nochmal wählen. Und dann hätte es die Gegenfrage gegeben, ja, wie lange soll das denn noch so gehen? Wann wird euch denn das Ergebnis passen? Das war die Ausgangssituation jetzt vor den Verhandlungen mit der SPD. Und ich habe mir den Koalitionsvertrag angesehen. Er ist eine gute Grundlage für die zukünftige Entwicklung Deutschlands mit wichtigen Investitionen in die Zukunft, mit einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Es wird eine ganze Menge für innere Sicherheit und Justiz getan. 15.000 neue Polizeistellen in Bund und Ländern, 2.000 neue Richterstellen. Also wenn man das durchgeht, ist eine Menge Positives drin. Und zu der Frage, welche Partei sich nun in dem Koalitionsvertrag mehr wiederfindet, würde ich mal sagen, beide, die Union und die SPD, können sich zu etwa 80%, 70% in dem Vertrag wiederfinden. Und zwar einfach deshalb, weil es nicht so ist, dass wir in allen Punkten sehr unterschiedlicher Meinung wären. Union und SPD sind etwa 50% der Themen mehr oder weniger der gleichen Meinung. Um die andere Hälfte geht der Streit und da haben sich mal die einen die anderen durchgesetzt. Und deshalb, das ist ja auch der einzige Grund, weshalb beide Parteien einen solchen Vertrag akzeptieren können, finden sich beide zu 70-80% in dem Gesamtwerk dann wieder. Und ich hoffe, dass er jetzt auch bei dem Mitgliederentscheid der SPD über die Bühne geht. Ich bin ganz sicher, Wolfgang, dass die CDU auf ihrem Bundesparteitag ihm mit großer Mehrheit zustimmen wird. Da bin ich auch sicher. Ja, und so klang das am 7.2., als die Kanzlerin das Ergebnis der Koalitionsverhandlungen erläutert hat. Es waren Tage intensivster Verhandlungen im wahrsten Sinne des Wortes, in denen wir Einigungen geschafft haben, auch wenn es uns und unseren Verhandlungspartnern wahrscheinlich auch manchmal recht schwer gefallen ist. Aber ich will sagen, es hat sich gelohnt. Ich weiß, dass Millionen von Bürgerinnen und Bürgern uns auf diesem langen Weg der letzten Wochen genau zugesehen haben. Sie hatten dabei zwei berechtigte Forderungen an uns. Erstens, bildet endlich eine Regierung, und zwar eine stabile Regierung. Und zweitens, denkt in euren Gesprächen an die wirklichen Bedürfnisse und Interessen der Menschen. Ich bin überzeugt, der Koalitionsvertrag, den wir gemeinsam erarbeitet haben, kann genau das sein. Die Grundlage einer guten und stabilen Regierung, die unser Land braucht und die übrigens auch viele in der Welt auch von uns erwarten. Und einen Arbeitsplan, der das Leben in Deutschland verbessert, der unsere Wirtschaft in die Zukunft führt oder ihr dabei hilft, der hilft, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. Wir werden jetzt in diesen nächsten Tagen und auch heute schon natürlich oft kritisiert, was wir hätten besser machen können, welcher Gruppe wir hätten mehr entsprechen können. Wir haben uns immer wieder um diese Balance bemüht. Auf der einen Seite daran zu denken, dass gerecht verteilt wird und auf der anderen Seite, dass wir die Grundlagen auch für das Erwirtschaften immer wieder schaffen. Solide Finanzen sind unser Markenzeichen. Wir wollen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Wir wollen gerade in den sozialen Bereichen Menschen mehr Sicherheit geben, genauso wie im Bereich der inneren Sicherheit. Und ein wirklich hart diskutiertes Kapitel war auch die Steuerung der Zuwanderung und das Thema Integration. Hier haben wir es uns nicht leicht gemacht, immer wieder auf die Humanität auf der einen Seite hinzuweisen, aber natürlich auf die Steuerung und Kontrolle auch auf der anderen Seite. Aber auch hier haben wir ein gutes Maßnahmenpaket. Jetzt gilt es, für diesen Koalitionsvertrag zu werben. Die CDU wird einen Parteitag abhalten, auf dem über diesen Koalitionsvertrag abgestimmt wird. Und dann werden wir langsam uns dem Punkt nähern, wo wir wirklich beginnen können zu arbeiten. Ich sage nochmal Danke an die Verhandlungspartner, auch wenn es nicht einfach war. Es hat durchaus auch Freude gemacht.
Tja, Freude, das ist kein Wort, das den meisten CDU-Mitgliedern in den Sinn kommt, wenn sie an den gerade ausgehandelten Koalitionsvertrag mit der SPD denken. Ärger und Sorge trifft es da schon eher. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums macht vielen zu schaffen, Bundestagsabgeordneten, aber auch der Basis. Kriegsrat auf dem Marktplatz in Biberach. Die CDU-Basis hier ist unzufrieden mit dem, was die Chefs in Berlin verkündet haben. Vor allem der Verlust des Finanzministeriums an die SPD schmerzt hier im Schwäbischen besonders. Dann auch die Ressortverteilung. Also da war ich dann geschockt, dass wir also das wichtige Finanzministerium an die SPD abgehören. Also das war ein dicker Hund, was so abgegangen ist. Also mit dem bin ich total nicht einverstanden. Wolfgang Schäuble war ein Garant. Schwäbisch, man hockt, der ist auf der Kasse gesessen, man gäbe nichts. Die Angst, dass bei der SPD das Geld lockerer sitzen könnte, herrscht nicht nur an der Basis, auch in der Bundestagsfraktion Skepsis. Deswegen kommt jetzt große Verantwortung auf die Kolleginnen und Kollegen aus dem Finanzausschuss und aus dem Haushaltsausschuss. Wir werden da etwas besser aufpassen müssen als in der Vergangenheit. Hochzufrieden hingegen Horst Seehofer und seine CSU. Die Partei nickt den Koalitionsvertrag als erste ab. Ein Schelm, wer hier an Schadenfreude denkt. Über die Ressorts hätten die Parteien am Ende erbittert gestritten. Die SPD habe sogar gedroht, die Koalition platzen zu lassen. Das hat stundenlang gedauert. Auch mit stundenlanger Sprachlosigkeit darf man durchaus sagen. Ich habe gar nicht gewusst, dass Menschen so lange schweigen können. Die Presse sieht zwei Gewinner und eine Merkel. Merkel habe der SPD die Regierung geschenkt. Hat die Kanzlerin schlecht verhandelt? Für den Ministerpräsidenten in Schleswig-Holstein gab es für die CDU keine Alternative. Die Ressortverhandlungen werden immer ganz am Ende geführt, da wo alles spitz auf Knopf steht und wo einfach das Potenzial der Druck auf dem größten Partner am meisten lastet, diese Regierung hinzubekommen. Denn jedem ist ja auch klar gewesen, wenn es gescheitert wäre, hätte es auch für die CDU Schwierigkeiten bedeutet. Der Wirtschaftsflügel der Union sieht das Ganze wesentlich drastischer. Für unsere Partei könnte sich der 7. Februar 2018 als Zäsur herausstellen, als Anfang vom Ende der Volkspartei CDU. Denn spätestens seit der neuen Ressortverteilung läuft die CDU Gefahr, ihre Überzeugung in zentralen Bereichen wie der Europa- und Haushaltspolitik aufzugeben. Der Unmut in der CDU lässt Angela Merkel schwach aussehen. Manche sehen gar eine Merkel-Dämmerung. Ihre Kritiker zu besänftigen könnte schwer werden. Weil natürlich gerade auch die junge Generation mitgestalten will, mit an den Kabinettstisch will. Und das sehe ich eher kritisch. Also ob es länger als 2, 2,5 Jahre hängt, wage ich zu bezweifeln. Erste CDU-Mitglieder fordern schon eine Mitgliederbefragung wie bei der SPD. In den Social-Media-Kanälen klingt das so. Gibt es No GroKo auch in Schwarz? Hält man das in Biberach auf dem Marktplatz auch für eine gute Idee? Vielleicht ist man als CDU-Mann oder Mitglied der CDU froh, dass die CDU-Basis im Moment nicht gefragt wird. Der Ärger und die Enttäuschung der eigenen Basis über den Koalitionsvertrag konnte Merkel nicht gefallen haben. Im Interview in Berlin Direkt verteidigt sie den Verlust des Finanzministeriums. Ich will einfach zu dem Schmerz, den auch ich empfinde, ich hätte gerne das Finanzministerium behalten, sagen, dass wir natürlich die Politik ja abgestimmt haben in der Koalitionsvereinbarung, dass ein Finanzminister doch nicht tun und lassen kann, was er möchte. Die Zugeständnisse an die SPD waren groß zu groß, sagen die parteiinternen Kritiker. Merkel hätte den Bogen dieses Mal überspannt. Die SPD hätte die drei Schlüsselministerien bekommen als Rückendeckung für das Mitgliedervotum. Aber vor allem, damit Merkel erneut regieren kann. Der Preis der Macht, titelt der Spiegel, fordert Opfer, da der Unmut in den eigenen Reihen. Was allerdings für eine konservative Partei, die gerade den Kanzler stellt, schon ein Stück weit beeindruckend ist, weil man würde eigentlich erwarten, dass gerade bei christdemokratisch-konservativen Parteien Einigkeit herrscht und die Vorsitzende nicht unbedingt so direkt angegriffen wird. Arbeit und Soziales, das Auswärtige Amt und die Finanzen künftig von der SPD besetzt. Und dann noch das Innenressort für die Schwesterpartei. Es fehle die Ausgewogenheit, so der Vorwurf, Merkels Machtanspruch ginge eindeutig zu Lasten der eigenen Partei. Aber wer Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin sein möchte, muss auch Verantwortung für dieses Land übernehmen. Dieses Land braucht eine Regierung. Die Alternativen sind nicht besser. Besonders die jüngere Generation fordert jetzt frische Gesichter. Jens Spahn wird genannt als möglicher Minister oder neuer Generalsekretär. Mit direkter Kritik an Merkel hielt sich Spahn dann zurück. Das, was wir im Koalitionsvertrag haben, ist ohne Zweifel auch kein furioses Feuerwerk an Innovationen und Impulsen. Wie sollte es
mit der Vorgeschichte sein, aber es ist eine solide Basis. Merkels Botschaft an die eigene Partei lautete: Ich habe verstanden. Sie verspricht eine personelle Erneuerung. Noch vor dem Parteitag will sie ihre Kabinettsliste vorlegen. Und sie wird selbstverständlich auch versuchen, die Breite unserer Partei mit einzubeziehen. Da gehören Junge dazu, aber da gehört genauso auch natürlich Erfahrung dazu. Sofern die SPD-Mitglieder dem Koalitionsvertrag zustimmen, wolle sie in jedem Fall im Amt bleiben, sagt Merkel zum Schluss. Und das volle 4 Jahre. Herr Bosbach, warum ist der Verlust des Finanzministeriums ein so harter Schlag für viele in der CDU? Das war für uns eine ganz wichtige Amtsführung von Wolfgang Schäuble. Nicht nur, weil wir das Ministerium bekommen hatten, sondern auch durch die Amtsführung von Wolfgang Schäuble haben wir deutlich gemacht, dass uns stabile Staatsfinanzen, ein ausgeglichener Haushalt, kein weiterer Weg in eine immer höhere Neuverschuldung, ganz wichtige politische Anliegen sind. Und die SPD wollte dieses Ministerium unbedingt haben, aber ganz bestimmt nicht, um nahtlos an der Politik von Wolfgang Schäuble und der Union anzuknüpfen, sondern um eine andere Politik zu machen, insbesondere auf europäischer Ebene. Anders ist der Satz von Martin Schulz, Ende des Spardiktats, überhaupt nicht zu verstehen. Ja, der hat jetzt ja aber auch nicht mehr so viel zu sagen, offenbar, in der SPD. Ja, er hat ja nicht für den Privatmann gesprochen, sondern für die Partei. Herr Polenz, hat die CDU inhaltliche Fehler gemacht im Wahlkampf? Sie meinen, im Wahlkampf und jetzt in den Verhandlungen? Ich denke, wir reden jetzt über den Koalitionsvertrag. Und natürlich können wir auch über den Wahlkampf sprechen. Aber ich glaube, jetzt interessiert die Menschen vor allen Dingen, wie geht es in Deutschland weiter? Und das ist im Koalitionsvertrag dargelegt. Und um noch mal etwas zum Finanzministerium zu sagen, ist ja unstreitig, dass das ein Verlust ist, dass wir lieber das Finanzministerium gehabt hätten. Aber wir müssen eben auch sehen, was wir bekommen. Wir bekommen ein Wirtschafts- und Energieministerium. Die CDU hat das erste Mal seit langer Zeit wieder das Ministerium von Ludwig Erhard, ein Mittelstandsministerium, kann sich dort profilieren. Wie ich vorhin schon sagte, es ist wie beim Schachspielen, man hat einen Turm verloren und einen Läufer gewonnen. Das ist, wer die Schachfiguren in ihrer Wertigkeit kennt, nicht dasselbe. Aber so übel ist ein solcher Tausch dann nun auch wieder nicht. Das heißt, die Basis ist aus Ihrer Sicht zu Unrecht sauer? Also ich wäre sehr vorsichtig mit der Inanspruchnahme der Basis für irgendwelche Einschätzungen, wie die Basis denkt, wenn wir beim Bundesparteitag sehen. Wir hatten zum Beispiel vorgestern in Münster eine sehr intensive Diskussion mit etwa 60, 70 Mitgliedern. Da wurde auch kontrovers diskutiert. Aber am Ende war die Zustimmung zu dem Gesamtergebnis überwältigend. Und deshalb finde ich es schwierig, aus den lauten Stimmen der Kritik nun zu glauben, das sei die CDU-Basis, die spräche. Wir werden sehen, wie der Parteitag entscheidet. Macht es denn Sinn, dass die Basis über den Koalitionsvertrag mitentscheidet, Herr Bosbach? Da müssen Sie jetzt die SPD fragen. Aber die Meinungsbildung und Entscheidungsfindung in der SPD ist deren Sache. Da mischen wir uns nicht ein, obwohl es Demokratie. Diese Forderung gab es ja mittlerweile auch in Teilen zur CDU. Ja, wir haben uns ja für den Bundesparteitag entschieden und dann ist es auch gut. Wir müssen auch Vertrauen haben zu denen, die verhandeln, ob da auf dem Bundesparteitag nur die Basis vertreten ist. Da sind auch sehr, sehr viele Mandatsträger vertreten. Dahinter mache ich mein Fragezeichen. Wenn ein Parteimitglied wie bei mir in Bergisch-Ladbach nach 40 Jahren austritt, nach 40 Jahren und 10 Wahlkämpfen und die Dame hat sich zerrissen für die Partei und dann einen herzzerreißenden Brief schreibt, warum sie nicht mehr Mitglied sein könnte, dann bin ich nicht bereit, es mir so einfach zu machen und zu sagen, wir machen super Politik, Sie haben das nur nicht richtig verstanden. Ich höre auf die, die kritisch sind, ich höre auf die, die dem Ergebnis zustimmen. Von flächendeckender Begeisterung habe ich bis jetzt nichts festgestellt. Desungeachtet wird der CDU-Bundesparteitag mit überwältigender Mehrheit zustimmen. Wolfgang, es geht doch nicht, wenn ich das mal eben sagen darf, gegenüberzustellen flächendeckende Begeisterung oder abgrundtiefe Kritik. Natürlich wird beides. Ja, aber du polarisierst sozusagen zwischen diesen beiden Schwarz- und Weiß-Linien und verfehlst damit eigentlich die Wirklichkeit. Die Wirklichkeit bei einem Koalitionsvertrag ist gemischt. Und es gilt, ein gemischtes Ergebnis zu bewerten. Ich habe gesagt, es ist eine gute Grundlage für Deutschland in den nächsten 4 Jahren. Und von daher
wird es eben dann auch die entsprechenden Zustimmungen geben. Und was enttäuschte Mitglieder angeht, die austreten. Ich war auch eine ganze Zeit Kreisvorsitzender. Ich habe als Abgeordneter immer den Weg zu denen gesucht, die aus irgendeiner Enttäuschung heraus gesagt haben, ich kann dieser Partei nicht mehr angehören. Das muss man auch respektieren, wenn man sie nicht anders überzeugen kann. Aber aus solchen Stimmen jetzt auf eine Gesamtstimmung zu schließen oder etwa wie der Vorsitzende der Mittelstandsvereinigung vom Ende der Volkspartei zu resonieren, das finde ich völlig überzogen. Es schadet uns auch. Und ich denke, wenn wir dann vielleicht noch mal auch über den Wahlkampf und diese Dinge sprechen. Es hat auch der CDU vor allen Dingen geschadet, dass sie als Union seit 2 Jahren zerstritten dahergekommen ist. Und wir sollten das jetzt wirklich nicht weiter fortsetzen. Herr Polenz, da wollen wir gleich noch drüber sprechen. Ich wollte noch ein Stichwort einbringen, und zwar Ihr CDU-Kollege, der frühere Bundesumweltminister Röttgen, hat eine inhaltliche Entleerung der CDU beklagt und spricht von einem Vertrauensverlust. Und er ist ja nicht der Einzige, der vielleicht davon spricht, dass die CDU ihren Markenkern verloren hat. Ist auch das ein Teil des Problems Ihrer Partei? Also die CDU ist eine föderale Partei. Die Landesverbände sind sehr stark, die Orts- und Kreisverbände auch. Und die Frage, wie lebendig eine Partei ist, entscheidet sich vor allen Dingen auch vor Ort, entscheidet sich in den Ländern und sicherlich auch im Bund. Natürlich kann ich mir mehr Diskussionen in der Partei vorstellen. Ich beteilige mich intensiv über Facebook, stehe zur Verfügung für solche Diskussionen. Aber von einer Entleerung würde ich schon deshalb nicht sprechen, weil ich dann immer auch fragen würde, ja, welche Beiträge zur inhaltlichen Weiterentwicklung habe ich denn jetzt in den letzten 2, 3 Jahren geleistet? Welche Anträge für Bundesparteitage habe ich eingebracht für die inhaltliche Arbeit? Und da gibt es vieles, was auf diesem Weg auch gebracht worden ist. Aber es ist sicher richtig, was Norbert Röttgen sagt, alles kann besser werden und wir alle sind aufgefordert, daran mitzuarbeiten. Noch kurz, Herr Bosbach, gibt es eine inhaltliche Entleerung der CDU? Eine inhaltliche Entleerung nicht, aber es fällt immer schwerer, klar zu unterscheiden, was ist die Politik der SPD, was ist die Politik der Union, wovon unterscheiden wir uns von der politischen Konkurrenz, was ist der Markenkern der Union. Wir haben ja gerade von Herrn Polenz gehört, Carsten Linnemann liegt schief, Norbert Röttgen liegt schief, Wolfgang Bosbach liegt schief. Zahlen lügen nicht. Wenn wir 20% der Wählerinnen und Wähler verlieren, wenn wir ein überaus mageres Ergebnis einfahren bei der Bundestagswahl. Auch in Nordrhein-Westfalen war das Ergebnis nicht überragend. 9.000 Stimmen mehr für die Linkspartei und Schwarz-Gelb wäre in Düsseldorf gar nicht möglich gewesen. Dann gibt es nicht wenige, die nicht zufrieden sind, die sich ein besseres Ergebnis für die Union wünschen und genau daran arbeiten. Und ich hoffe, dass meine Partei eine lebendig diskutierende Volkspartei bleibt, wo kritische Stimmen nicht abgebügelt werden. Apropos besseres Ergebnis, ganz kurz, jetzt müsste ich da noch einen Satz dazu sagen. Ganz kurz bitte, ja. Also, lieber Wolfgang, du kannst nun alles Mögliche sagen, aber abgebügelt wirst du nun wirklich nicht. Es gibt kaum jemanden, der mehr Möglichkeiten hat, seine Kritik zu äußern als du. Ich habe gar nicht gesagt, dass ich abgebügelt werde. Ja, ja, eben. Nein, wir sind ja beide der Meinung, es muss diese lebendige, kritische Partei geben. Ist ja gut. Aber wir sollten nicht so tun, als gäbe es sie nicht. Sie ist da, auch durch diese kritischen Stimmen, die ich nicht teile. Das ist ja nun auch mein gutes Recht. Und ich glaube eben nur, dass in der Diskussion, die wir führen, zum Ausdruck kommen müsste, dass wir gemeinsame Ziele verfolgen und nicht, dass wir uns sozusagen parteiinterner Nabelschau streiten, denn dann wenden sich die Menschen von uns ab. Ja, und möglicherweise dann vielleicht sogar der AfD zu. Angela Merkel und auch Franz Josef Strauß haben mal gesagt, dass es rechts von der CDU keine Partei geben dürfe. Jetzt ist die AfD in den Bundestag eingezogen und damit haben viele ein Problem. Es hat sich etwas etabliert, hat sich formiert und gefestigt in der deutschen Parteienlandschaft. 3 Buchstaben AfD, die die Politik hierzulande in Aufruhr versetzen, weil sie dem politisch rechten Rand eine Stimme gibt und weil sie mit den konservativen Parteien von CDU und CSU konkurriert, um die Wähler rechts der Mitte. Zum einen gewinnt ja die AfD tatsächlich sogenannte enttäuschte Konservative von der CDU. Also das ist ja ein Fakt. Dazu kommt noch, dass es ja schon seit Jahren innerhalb der CDU von den Konservativen in der Partei Kritik an Merkel gibt und an dem Kurs, dass sie sagt, sie ist zu liberal, sie hat irgendwie konservatives Tafelsilber verschleudert, sie hat die Wehrpflicht abgeschafft, Atomausstieg und so weiter.
Das Erstarken der AfD lässt also innerparteilich am Kurs der Kanzlerin zweifeln. Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Haseloff lässt seinem Frust freien Lauf. Die Philosophie, die CDU solle sich ausschließlich auf die Mitte konzentrieren, muss durchdacht werden. Wir müssen wieder breiter werden, um den rechten demokratischen Rand für uns zu reklamieren. Gegenwind für Merkel, der kommt schon lange vor allem aus Richtung Süden. Die bayerische Schwester CSU macht ordentlich Dampf. Merkels Flüchtlingspolitik ist Seehofer ein Dorn im Auge. Hier will er der AfD nicht kampflos das Feld überlassen. Es soll nicht und es darf eben nicht sein, dass es rechts der Union eine demokratische Partei gibt. Das ist CSU-Geschichte und war immer schon das Mantra aus Bayern. Und ich habe erklärt, im Übrigen, im vollen Einvernehmen mit Helmut Kohl, der sich ja genau zu dieser Formulierung bekannt hat, sie 100-mal mit mir besprochen hat, dass es rechts von der CDU und CSU keine demokratisch legitimierte Partei geben darf. Längst ist das Verhältnis der beiden Schwestern empfindlich gestört. Längst ist es mehr als nur Familienkrach. Die Flüchtlingskrise und das Erwachen der AfD haben einen groben Keil zwischen CDU und CSU getrieben. So wie 1976, als die CSU nach der verlorenen Bundestagswahl damit drohte, auch bundesweit anzutreten. Eigentlich weiter entfernt, als wir je 1976 bei der Debatte um Kreuth gestanden sind. Damals waren es persönliche Fragen. Das persönliche Miteinander funktioniert im Grunde genommen ausgezeichnet. Aber es gibt wirklich inhaltliche Unterschiede und die müssen wir auflösen. Das hat ja immer die Stärke der Union ausgemacht, dass wir eine Bandbreite abdecken als Volkspartei, von einem liberalen Flügel bis hin natürlich zu einem konservativen Flügel. Das hat uns stark gemacht. Der Marsch der CDU in die Mitte, dorthin, wohin Merkel ihre Partei in den letzten Jahren geführt hat, dorthin, wo man bisher Wahlen gewonnen hat, dieser Marsch lässt Raum rechts für die AfD. Ein Preis, den der Generalsekretär bereit ist zu zahlen. Na, der Rechtspopulismus überall in Europa lebt von vermeintlich einfachen Lösungen für komplizierte Probleme. Und die Wirklichkeit ist meistens so, dass das nicht funktioniert. Und ich rate uns als CDU, dass wir uns natürlich mit dem, was andere sagen, die mit uns um die Zustimmung von Wählerinnen und Wählern ringen, ernst nehmen, uns damit beschäftigen, aber dass wir die Probleme lösen und uns nicht nur an anderen abarbeiten. Die AfD mischt die Parteienlandschaft auf. Momentan scheint es so, als wachse hier eine Konkurrenz für CDU und CSU am rechten Parteienrand. Ist schon so, dass es jetzt eine Reihe von AfD-Wählern gibt, die vielleicht sich auch längerfristig an die AfD gebunden haben und nicht nur sagen, ja, ich wollte mal Merkels Flüchtlingspolitik abwatschen. Eins ist jetzt schon klar. Mit ihren Wahlerfolgen hat die AfD für ordentlich Verstimmung zwischen CDU und CSU gesorgt. Herr Polenz, was sagen Sie dazu? Der Satz von Franz Josef Strauß, rechts neben der Union dürfe es keine demokratisch legitimierte Partei geben, war ja nicht so gemeint, dass die CDU so weit nach rechts selber rücken solle, dass dafür eine solche Partei kein Platz mehr ist. Sondern er war so gemeint, dass die Partei zur Mitte hin so erfolgreich integrieren soll, dass es rechts außen nicht mehr genug Menschen gibt, um eine Partei zu etablieren, die dann dort neben der CDU oder neben der Union existiert. Zur Mitte hin integrieren und nicht nach rechts außen selber rücken. Das ist die Lehre aus diesem Satz. Definieren Sie doch bitte noch mal zur Mitte hin integrieren. Was genau bedeutet das? Wie kann man das praktisch? Zur Mitte hin integrieren bedeutet, dass man die Sorgen, die Fragen der Menschen aufgreift und die eigenen Antworten gibt, die aber aus dem christlichen Wertefundament her gespeist werden. Und da habe ich manchmal das Problem mit Äußerungen auch aus meiner eigenen Partei, die mindestens in der Vokabular, in den Worten Anklänge haben an das, was die Leute auch von der AfD hören. Und die AfD benutzt das dann natürlich sofort und sagt, ja, seht ihr, jetzt redet doch die Union genauso wie wir. Also sind wir auf dem richtigen Weg. Da muss man aufpassen, dass das nicht passiert. Ist die richtige Rhetorik wichtig? Ja, dann möchte ich gerne wissen, welche Aussage ist gemeint und welche Person. Das hätte ich gerne konkret. Das ist ein so grober Pauschalvorwurf. Den möchte ich gerne mit Personen verknüpfen. Also ich will den jetzt gar nicht mit Personen verknüpfen, aber ich finde, wenn wir über Flüchtlinge beispielsweise reden, dann sollte schon aus jeder Äußerung, die wir machen, eine christliche Empathie mit der Notsituation dieser Menschen zu spüren sein. Übrigens auch mit den Armutsflüchtlingen, die wir als Wirtschaftsflüchtlinge bezeichnen, was man machen kann. Aber ich würde lieber von Armutsflüchtlingen reden. Ich finde, natürlich können wir nicht alle Menschen aufnehmen beispielsweise, das sollten wir auch sagen, aber wir sollten nicht so tun, als
als seien Sie jetzt eine sozusagen Bedrohung für unser Land. Wer ist wir? Lieber Wolfgang, es gibt so viele Äußerungen auch in diese Richtung aus unseren Reihen. Ich habe jetzt hier keine Zitate im Kopf. Ja, das glaube ich. Aber ich kann sie dir gerne schicken. Es ist ja offenkundig, und die CDU wird ja in Teilen in der Presse auch dafür kritisiert, dass sie diesen Kurs fährt. Und wenn ich beispielsweise an manche Äußerung auch aus der CSU denke, dann kann man das nicht von der Hand weisen. Ich unterstelle ja nicht, dass die in der Absicht gemacht werden, uns in die Richtung der AfD zu rücken. Ich habe nur gesagt, der Mechanismus, wie solche rhetorischen Dinge aufgenommen werden, nutzt der AfD. Deshalb sollten wir uns auch im Vokabular und in der Art der Darstellung der Probleme deutlich von der AfD unterscheiden. Das war jetzt das Stichwort Rhetorik. Was muss denn inhaltlich passieren, um der AfD wiederum das Wasser abzugraben, Herr Bosbach? Herr Bosbach, kurz bitte. Ja. Probleme nicht nur beschreiben, sondern lösen. Die Bundesregierung hat ja nach der Grenzöffnung 2015 und den dadurch entstandenen Folgen eine politische Kurskorrektur nach der anderen vorgenommen. Das Integrationsgesetz erleichterte Ausweisung, Abschiebung straffälliger Ausländer, dann das Abkommen mit der Türkei, die Stärkung der Kommunen, die erhebliche Lasten tragen bei der Integration. Das waren ja alles Kurskorrekturen. Ein wichtiger Punkt bleibt wahrscheinlich, gibt es da auch einen Dissens zu dem Kollegen Polenz. Ich bin nach wie vor der Meinung, dabei bleibe ich auch. Das war übrigens lange, lange Haltung der Union. Wir müssen wissen, wer in unser Land kommt. Wenn der überwiegende Teil der Flüchtlinge ohne Papiere kommt, haben wir ein Problem. Wir müssen wissen, mit welcher Nationalität, mit Grenzkontrollen, die diesen Namen verdienen. Durch die Abnahme von Fingerabdrucken können Sie nie die wahre Identität feststellen, sondern nur einen Abgleich vornehmen mit einer anderen Datei. Sind ja jetzt in Zeiten von Schengen gar nicht mal so unkompliziert. Es gibt grüne Grenzen, man kann im Prinzip über viele Wege nach Deutschland kommen. Ja. Ist das nicht ein sehr einfacher Lösungsvorschlag, den Sie da bringen? Nein, das ist ein praktikabler Lösungsvorschlag. Denn wenn Sie jetzt mal nach Bayern fahren und sehen, doch gibt es ja Grenze, aber wir weisen niemanden zurück, auch wenn keiner Papiere bei sich hat. Die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen bedeutete nicht die Abschaffung der Staatsgrenzen. Die Binnengrenzkontrollen wurden im Schengen-Raum abgeschafft, Zug um Zug gegen das Versprechen sicherer EU-Außengrenzen. Nie waren die Außengrenzen durchlässiger als heute. Also der Koalitionsvertrag nimmt genau dieses Problem auf. Ja. Er weist darauf hin, dass wir die Staatsgrenzen so lange auch selber kontrollieren müssen, solange der Außengrenzenschutz der EU nicht ausreichend ist. Er macht Vorschläge wie Frontex zu einer entsprechend schlagkräftigen EU-Außengrenzpolizei weiterentwickelt werden soll. Und was die Frage der Identitätsfeststellung angeht, da sind wir nicht unterschiedlicher Meinung. Wolfgang, wie du das gerade dargestellt hast, da bin ich ganz bei dir. Natürlich müssen wir wissen, wer zu uns ins Land kommt. Aber das Problem liegt eben darin, dass rechtlich der Hinweis, ich stelle einen Asylantrag, uns zunächst dazu verpflichtet, Nein. diesen Menschen ins Land zu lassen. Nein, und jetzt hat der Koalitionsvertrag dazu einen Vorschlag gemacht, nämlich in sogenannten Aufnahmezentren dann diese Prozedur in der Zukunft abzuwickeln. Wir werden sehen, wie sich das in der Wirklichkeit dann umsetzen lässt. Aber solange wir diese Aufnahmezentren nicht haben, bleibt dann auch gar nichts anderes übrig, als die Asylbewerber für die Dauer des Verfahrens dezentral in Deutschland unterzubringen, was ich nach wie vor eigentlich eher für die bessere Lösung halte. Aber ich lasse mich überraschen, wie diese Aufnahmezentren dann funktionieren. Ja, das ist nicht richtig. Entschuldigung, aber man muss das klarstellen können, sonst entsteht ein völlig falscher Eindruck. Es ist nicht richtig, dass wir die Passpflicht abgeschafft haben. Es ist nicht richtig, dass wir es ist aber nicht richtig, dass die Stellung eines Asylgesuchs an der Außengrenze den Pass ersetzen kann. Wir sind nicht verpflichtet, jeden ins Land zu lassen, der an der Grenze einen Asylantrag stellt. Wir haben die Möglichkeit des Selbsteintrittsrechts. Wir können es. Deswegen werfe ich auch der Bundesregierung keinen Rechtsbruch vor. Wir haben die Möglichkeit, wir haben nicht die Rechtspflicht, jeden ins Land zu lassen, der sagt, ich stelle einen Asylantrag. Ja.
So, Sie beiden werden ja, das sich habe ich in auch dieser... nicht behauptet. Doch. Und ich finde es richtig, doch, dass die Bundesregierung von dieser Möglichkeit Gebrauch macht. Ja, doch, du hast gesagt, wir können das nicht. Doch, uns läuft die Zeit weg. Sie werden sich in dieser Sendung vermutlich nicht mehr einigen. Ich hätte, gerne noch eine Abschlussfrage gestellt. Und zwar muss ich, erst an Herrn Bosbach, muss ich die CDU erneuern in Zukunft, in den nächsten vier Jahren, inhaltlich und personell? Dass das ein kontinuierlicher Prozess ist, dass man den Generationswechsel vollzieht, da sollte man sich nicht alle 10 Jahre ein Datum setzen. Das sollte kontinuierlich sein. Wir brauchen die richtige Mischung aus erfahrenen und jüngeren Kolleginnen und Kollegen. Welche jüngeren Kollegen könnten das sein? Die Bilder werden ja hier laufend eingeblendet und damit haben sich schon die richtigen getroffen. Und inhaltlich gilt das Gleiche. Wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, wenn sich die Welt wandelt, dann muss auch die Programmatik einer Partei neu überdacht werden. Denn wir haben die Aufgabe, die Probleme des Landes zu lösen, ihm eine gute Zukunft zu geben. Und das ist ein ständiger Prozess. Herr Polenz, wie könnte diese neue Programmatik aussehen? Nun, ich meine, erstmal stimme ich all dem zu, was Wolfgang Bosbach hier zu der ständigen Notwendigkeit einer Erneuerung gesagt hat. Ich gehe davon aus, dass sich das auch in der neuen Kabinettsliste niederschlägt, dass wir da Jüngere auch sehen, die bisher keine Minister waren, auch Jüngere sehen, die bisher keine parlamentarischen Staatssekretäre waren. Wen sehen Sie denn da im Kabinett? Ach, da gibt es eine ganze Menge. Ich werde mich heute nicht zu einzelnen Personen äußern. Aber ich bin sicher, dass die Bundeskanzlerin und Parteivorsitzende dem CDU-Bundesparteitag eine Liste vorschlägt oder nennt, die sie ernennen möchte, wo wir das alles wiederfinden. Also da bin ich gar nicht bange. Was wir sicherlich brauchen, und das würde ich gerne noch sagen, ist ein Verständnis unserer Partei auf allen Ebenen, gesellschaftliche Diskussionen als Plattform zu organisieren. Die Parteien wirken an der Willensbildung der Bevölkerung mit. Sie ersetzen sie nicht. Und hier sind alle Parteien im Moment nicht besonders gut aufgestellt. Aber ich will über die CDU reden. Wir müssten vom Ortsverein über die Kreispartei, die Landespartei, die Bundespartei Diskussionen initiieren, wo gesellschaftliche Gruppen, Experten zu uns kommen, mit uns über gesellschaftliche Fragen reden und wir dann daraus unser eigenes politisches Handlungsprogramm definieren. So stelle ich mir lebendige Parteiarbeit vor. Herr Polenz, Herr Bosbach, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch, diesen Schlagabtausch hier bei uns in der Sendung. Und hier geht es weiter mit dem nächsten Schlagabtausch und zwar am politischen Aschermittwoch. Der hat kürzlich stattgefunden und dort hat auch Angela Merkel gesprochen. Und jetzt wird ja viel geklagt, dass wir das Finanzministerium nicht mehr besetzen. Und das verstehe ich auch. Aber ich bin schon ein bisschen verwundert, dass nach Jahren, in denen ich immer gehört habe, unsere wirtschaftliche Kompetenz ist nicht mehr so gut, wir müssen endlich mal wieder das Wirtschaftsministerium besetzen. Das Wirtschaftsministerium, das ein Mittelstandsministerium ist, ein Handelsministerium ist, ein Bürokratieabbauministerium, dass das plötzlich nichts mehr zählt. Wir als Christdemokraten werden aus dem Wirtschaftsministerium wieder eine Stätte machen, in der man stolz auf Ludwig Erhard ist und sagt, den brauchen wir auch im 21. Jahrhundert. Und die Union trägt die Verantwortung in einer möglichen neuen Regierung für alles, wo es um Investitionen geht. Ob das Investitionen im ländlichen Raum sind, ob das Investitionen in den Wohnungsbau sind, ob das Investitionen in die Straße ist, Investitionen in die Digitalisierung, Investitionen in die Forschung und in die Bildung, alles von Unionsministern besetzt. Und darauf können wir stolz sein. Und wer aus einer solchen Besetzung in einer Bundesregierung nichts macht, der hat dann die Aufgabe auch nicht richtig verstanden. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Aber viele Probleme, die uns wichtig sind, werden wir nur gemeinsam mit den anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union lösen können. Die Bekämpfung von Fluchtursachen, die gemeinsame Entwicklungspolitik, die gemeinsame Außenpolitik, eine gemeinsame Verteidigungspolitik, nicht gegen die NATO, aber mit der NATO, aber auch mit einer starken europäischen Komponente. Das macht uns stark. Auch nach dem Austritt Großbritanniens mehr als 400 Millionen Einwohner. Wenn jeder dies alleine macht, dann werden wir nicht erfolgreich sein. Und deshalb, liebe Freunde, ganz besonders bei diesem politischen Aschermittwoch, wir sind in einer ganz besonderen Zeit.
In einer Zeit, in der sich entscheidet, ob wir die Kraft aufbringen, unsere gemeinsamen Stärken sich entwickeln zu lassen oder ob wir uns verheddern, ob wir stecken bleiben, ob wir permanent nur über das reden, was nicht gelingt. Und deshalb sollte uns dieser politische Aschermittwoch die Kraft geben zu sagen, hier in Mecklenburg-Vorpommern lieben die Menschen ihre Heimat. Hier setzen sie sich dafür ein und wir auf der Bundesebene wollen dazu beitragen, dass dieser Erfolg auch in Zukunft ein Erfolg wird und dass da, wo es heute noch nicht gut ist, es in Zukunft besser wird. Ich bin überzeugt, wir schaffen das. Herzlichen Dank. Das war Angela Merkels Rede auf dem politischen Aschermittwoch. Gleich sprechen wir über die CDU und ihren Weg unter der Parteivorsitzenden Angela Merkel mit der Politologin Professor Christine Landfried. Erstmal schauen wir uns aber noch mal genauer die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen an. Die Gesichter sprechen für sich. Angela Merkel muss viele Zugeständnisse machen beim Ressortzuschnitt. Wirklich Grund zur Freude hat eigentlich nur Horst Seehofer. Er sieht zentrale Wahlversprechen der CSU erfüllt. Vor allem für die CDU ist der Preis hoch, den sie zahlt, dafür, dass Merkel Kanzlerin bleibt. Keine Schlüsselressorts mehr, nur 6 Ministerien für deutlich mehr Anwärter. Dennoch, so versucht die geschäftsführende Kanzlerin, das Ergebnis schönzureden, sei es eine gute Grundlage. Ein Arbeitsplan, der das Leben in Deutschland verbessert, der unsere Wirtschaft in die Zukunft führt oder ihr dabei hilft, der hilft, die Wirtschaft wettbewerbsfähig zu halten und den sozialen Zusammenhalt in unserem Land zu stärken. 177 Seiten lang ist der Koalitionsvertrag. Lange wurde gerungen, es habe sich gelohnt, meinten alle 3 Parteivorsitzenden. Vereinbart wurde, es werden 36 Milliarden investiert in Bildung, Familien, Verkehr und Kommunen. 10 Milliarden gibt es für die schrittweise Absenkung des Solis. Befristete Arbeitsverhältnisse sollen eingeschränkt. Die Honorarordnung der Ärzte von einer Kommission überarbeitet werden. Das Rentenniveau bleibt bis mindestens 2025 stabil. Die Zuwanderung wird begrenzt. Ich glaube, dass das, was wir durchgesetzt haben, meine Kollegin und mein Kollege mögen es mir verzeihen, trägt in einem großen Maße auch sozialdemokratische Handschrift. Dieser Vertrag ist stark von uns beeinflusst worden. Klingt gut, aber von den Forderungen des SPD-Parteitages nach einer Bürgerversicherung, von einem Ende der Zweiklassenmedizin und von einer gänzlichen Abschaffung der sachgrundlosen Beschäftigung steht hier nichts drin. Wenn wir in Bayern mit einer Sache in besonders hohem Maße zufrieden sind, pflegen wir zu sagen, passt schon. Passt schon. Doch was für die CSU passt, passt für die Jusos noch lange nicht. Sie machen weiter mit ihrer Anti-GroKo-Kampagne, allerdings deutlich verhaltener im Ton. Ich glaube, die SPD hat in den Verhandlungen rausgeholt, was ging. Trotzdem sind wir mit vielen Themenbereichen, die dort ausverhandelt wurden, nicht zufrieden. Und das spricht einfach dafür, dass wesentliche Gemeinsamkeiten mit der Union über jahrelange Zusammenarbeit hinweg aufgebraucht wurden. Kritik auch von der Opposition. Aus Sicht der AfD hat sich die CDU völlig aufgegeben. Sie entleert sich ideologisch und jetzt auch sozusagen handwerklich, denn sie hat kein klassisches Ministerium mehr. Die CDU ist sozusagen nur noch eine leere Hülle. Der Koalitionsvertrag ist ein Flickenteppich. Hier ein kleiner Schritt und da tut man was mit Geld. Aber dieser Flickenteppich ist eben keine wirkliche Zukunftsoption. Vor allen Dingen hat er einen gravierenden Gewebefehler. Und dieser Gewebefehler ist der fehlende Klimaschutz. Es waren für alle seit der Wahl anstrengende Monate, lange zähe Verhandlungen, wenig Schlaf. Ob es sich gelohnt hat, ob es zur Großen Koalition kommt, entscheiden nun die SPD-Mitglieder. Das Ergebnis wird am 4. März erwartet. Und über den Koalitionsvertrag und den generellen Kurs der CDU möchte ich jetzt sprechen mit Professor Christine Landfried. Sie ist Politikwissenschaftlerin aus Hamburg. Frau Landfried, ist dieser Koalitionsvertrag einer, der sozialdemokratisch oder eher christdemokratisch geprägt ist?
Wenn man den Koalitionsvertrag anschaut, finde ich, kann man nicht sagen, er ist entweder mehr sozialdemokratisch oder christdemokratisch geprägt. Wenn man allerdings die Ressortverteilung anschaut, dann muss man sagen, hat doch die CDU ganz besonders große Zugeständnisse machen müssen, während die SPD sich da sehr durchgesetzt hat. Also bei dem Vertrag selbst würde ich sagen, es gibt sehr viele Kompromisse, das muss auch so sein, aber man muss ja beides zusammensehen. Es geht ja nicht nur um ein Programm, es geht immer auch um die Ministerien und es geht um die Personen. Und da hat natürlich die CDU doch sehr viele Zugeständnisse machen müssen. Jetzt gibt es ja den generellen Vorwurf, dass es in den letzten Jahren, als Angela Merkel Kanzlerin war, einen Linksruck in der CDU gegeben hat. Sehen Sie das auch so? Nun, sie ist liberaler geworden, die CDU, und das hat sich natürlich auch ergeben durch die Koalition, aber nicht nur, sondern die Gesellschaft entwickelt sich ja weiter und eine Partei wirkt an der Willensbildung mit und insofern kann die Partei auch nicht einfach stehen bleiben, die muss sich ja auch immer erneuern. Und da würde ich sagen, ja, die CDU hat sich da verändert, aber die Gesellschaft hat sich auch verändert. Was die CDU allerdings verschlafen hat und was sie nicht rechtzeitig vorbereitet hat, das ist der Generationenwechsel. Das heißt, auf der personellen Ebene hätte sie sich verändern müssen? Ja. Denn es kann nicht sein, dass jetzt, weil jetzt viel Kritik innerhalb der CDU ist und zu Recht in der CDU gesagt wird, warum haben wir dieses wichtige Finanzministerium zum Beispiel abgeben müssen. Und jetzt wird eine Diskussion geführt, die längst hätte geführt werden müssen. Das hat die CDU versäumt und man hat natürlich auch versäumt, es ist aber auch objektiv sehr schwierig, einmal Position zu beziehen, was heißt es im 21. Jahrhundert konservativ zu sein. Das ist ja natürlich auch nicht einfach zu beantworten. Jetzt hat Wolfgang Bosbach gesagt, es müssten wieder bessere Ergebnisse eingefahren werden von der CDU. Jetzt haben wir aber auch mal eine Grafik vorbereitet, die hier die Bundestagswahlergebnisse der letzten Jahre zeigt. 2017 waren das 32,9%, 2009 33,8%, 2005 35,2%. Das heißt, so wahnsinnig viel hat sich da gar nicht verändert. Mal abgesehen von diesem Peak 2013, als die CDU 41 oder die Union 41,5 eingefahren hat. Eigentlich scheint es ja gar nicht so schlecht zu laufen. Oder sehen wir das falsch? Doch, die Grafik zeigt ja eindeutig, dass diese eine Zahl, die ist sozusagen ein Ausreißer, ansonsten hat sich dann nicht sehr viel verändert, immer so gut über 30%. Das ist das Problem heute von Volksparteien, dass sie natürlich nicht mehr so hohe, so gute Wahlergebnisse haben wie früher. Sie können nicht mehr so viele Wählerinnen und Wähler an sich binden. Das trifft ja nicht nur die CDU, aber man sieht hier, da ist doch relativ, hat sich da, wenn wir es jetzt mit Zeiten vorher vergleichen, nicht so viel verändert. Das zeigt ja die Grafik. Wir müssen auch gleichzeitig sehen, wenn wir schauen, 1990 hatte die CDU fast noch 800.000 Mitglieder und heute hat sie noch gut 400.000. Das heißt, innerhalb von 25 Jahren hat sich praktisch auch die Mitgliederzahl halbiert. Das heißt, für Volksparteien ist es heute schwierig, eben die Wahlergebnisse sozusagen, sehr hohe Wahlergebnisse für sich zu erzielen. Es ist auch schwierig, Mitglieder zu gewinnen. Also ich denke mal, das ist ein Problem, weil wir eben ja heute sehr viel mehr Parteien haben und die Wählerinnen und Wähler eben auch die Parteien wechseln, die sie wählen. Früher war man da sehr viel konstanter. Frau Leinfried, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch. Tschüss nach Hamburg. Bitteschön. Ja, und das war es auch schon, unser Phoenix-Thema Merkel-Dämmerung, Aufstand in der CDU mit durchaus unterschiedlichen Positionen und Ansichten. Wir hoffen, Sie wurden gut informiert und unterhalten und bedanken uns bei Ihnen fürs Zuschauen. Tschüss.